Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Stalker Gamma. Ich hab's nicht vergessen, war nur ein bisschen mit anderen Spielen beschäftigt. Und ich würde sagen, wir springen mal rein. Muss erstmal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Hab's ewig nicht gespielt. Was hat's denn damit auf sich eigentlich? Wir schauen mal eben. Ich glaube, die ist ein bisschen ramponiert. Genau, Warren. 42%. Wir gucken mal. Da ist das Problem. Ganz im Ernst, das Ding kann raus, glaube ich. Nee. Hä? Wie kann ich Ihnen denn was verkaufen? Was war? Was ich hier gerade irgendwas? Ach, das geht nur mit Shift. Ah, verstehe. Dann machen wir das vorerst so. Und dann hole ich mir entweder mit ein bisschen mehr Geld eine neue Waffe, aber jetzt auf die Suche gehen nach so einem Lauf. Lieber nicht. So, wir haben 19 Schuss. Der hat auch nicht so super viel Munition hier, muss ich sagen. Bye! Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt sagen wir, kämpfen uns den Weg mal hier wieder raus. Wir haben es 12.41 Uhr. Und schauen, was wir auf dem Weg so finden. Das Ziel ist es jetzt im Grunde, möglichst gute Waffen zu bekommen. Oder eine richtig gute. Und dann noch Sniper und eine Pistole vielleicht und dann dafür ausreichend Munition, damit wir dann ins Radargebiet können. Das wird noch eine ganze Weile dauern, aber damit ihr wisst, was so das grobe Ziel ist. Tatsächlich. Ich habe mich beim letzten Mal gewundert, wieso ich Strahlungsschaden bekomme. Und dann haben einige von euch geschrieben, es könnte sein, in manchen Mods ist es so, dass das Wasser verstrahlt ist. Und jetzt haben wir gerade das Piepen gehört. Und ja, das könnte durchaus stimmen. Man sollte hier vielleicht nicht durch Wasser gehen. Also kann man natürlich machen, ist nicht so super dramatisch, aber dann sollte man sich nicht wundern, so wie ich es getan habe. So, hier waren gerade die ersten Schüsse zu hören. Stimmt, stimmt. Okay. Ach, es bleibt einfach toll. Leute, das ist auch nicht mehr weit zu Stalker 2, ne? Also ich meine, wann nehme ich das auf hier? 27. Dezember. März, April angeblich. Ich rechne damit, dass es dann doch erst im Oktober oder so kommt, ehrlich gesagt. Ich denke, die tun sich selbst einen Gefallen. Ich weiß nicht, wie weit die sind. Ja, keine Ahnung. Aber ich denke, ein paar Monate kann jedes Entwicklerstudio gebrauchen. Und ein Release zur Herbstzeit, zu Halloween, zieht, glaube ich, marketingmäßig nochmal ein bisschen mehr. Aber keine Ahnung. Ich wünsche denen, dass sie da die richtige Entscheidung treffen. Und wenn die Entscheidung ist, das nochmal zu verschieben, dann sollen sie es unbedingt machen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze, wie sich das Ganze spielt.
Gott. Ist das alles hier in diesem Gebiet? Das ist Agrobraum, ne? Okay. Mission ist Mission, ne? Was willst du machen? Warte mal, liegt hier Essen? Nee. Gesundheit. Wir schauen mal, wie geht's schön langsam an. Wie ich schon mehrmals sagte, es kann ja sein, dass jemand von euch jetzt erst in dieses Video einschaltet und gar nicht den Anfang gesehen hat. Ich habe Stalker Anomaly und in Gamma-Form schon mal durchgespielt und in diesem Let's Play geht es mir gar nicht so sehr darum, das durchzuspielen. Es geht mir eher darum, Stalker so ein bisschen zu leben, die Atmosphäre aufzunehmen, mich wirklich wie so ein Stalker in dieser Zone zu fühlen. Einfach überleben, so gut es geht. Und wenn ich dann natürlich im Laufe der Zeit mit Waffen, die gut genug sind, weiter in der Story voranschreite, dann mache ich das. Aber das soll nicht das Ziel sein. Also falls ihr sehen möchtet, wie die Story von Stalker ist und was da so passiert und wo man da so hinkommt, dann könnt ihr gern die anderen Videos von mir anschauen dazu. Aber hier ist das eher so ein bisschen der Spaziergang-Modus für mich. Hund. Ich habe geschaut, ob Teil des Gamma-Packs auch eine Schneemod ist. Doch dem ist leider nicht so. Ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht installieren, weil ich in wenigen Stunden den Tarkov-Wipe-Stream habe. Und da möchte ich gern vorher alle Videos hochgeladen haben. Ach, aber toll ist es. So, jetzt versuche ich mal, das zu befolgen, was ich vorhin selbst gesagt habe, nämlich nicht ins Wasser zu treten. Vorne wird geschossen. Oh nee, das sind Schritte. Nur der eine. Komm her. Ja, der hängt doch irgendwo fest. Da hinten. Ja, der hängt. Das sind aber zwei. Ziehen wir lieber weiter. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich bin nicht ganz sicher, wie lange die Schießerei hier her ist. Kann natürlich sein, dass sie sich inzwischen neu gruppiert haben und jetzt wieder auf mich schießen würden. Wir schauen mal eben. Am besten aus ein bisschen Entfernung. Vielleicht von dem Hügel da oben beim Baum. Ja, da liegen die Leichen noch, genau. Militär.
Okay, das müsste drüben aus diesem kleinen... Naja, ein Dorf ist es nicht. Aus den vier Häusern da kommen. Da hinten. Ja, mir wird leider nicht angezeigt, was das für Pfeifen sind hier. Das ist Militär. Da. Trio. Genau, das sind Stalker. Den wollen wir haben hier. Was? Das war doch kein Ally. Bitte was? Das ist doch Militär, den ich gekillt habe. Hab ich mich so verschaut? Oder ist der Schuss so abgedriftet? Zeig mal her hier kurz. Neutral, neutral. Mercenary, Military, genau. Also ich habe den nicht bewusst erschossen. Ich schau gleich mal, da müsste ja da eine Leiche liegen. Die schießen auf jeden Fall noch. Ich denke, jetzt sollte ich es wieder gut gemacht haben. Wen habe ich denn da wohl getroffen? Gib mal dein Zeugs hier. So, wir schauen mal. Das war doch gleich hier drüben, oder nicht? Hier liegt noch einer. Ich den versehentlich? Stand der direkt hinter dem oder so? Das muss es ja gewesen sein, weil geschossen habe ich auf ihn hier. Gut, kann ja mal passieren, ne? Sagen wir, wie es ist. Dafür sind mir keiner übel. Aber hier liegt... Hier liegt noch einer. Alles klar, mein Freund? War nur Spaß, war nur Spaß. What do you want? Das verkauft er? 8400, übertreib mal nicht. Na, der zahlt leider auch nicht so sonderlich gut. Hat auch nicht so viel. Ein schönes Bild, danke.
Okay, sehr schön. Das hätten wir überlebt. Und jetzt geht's hier raus. Oh, wir müssen was essen. Mmh. Tushonka. Sehr gut, schön. Ich habe nichts verlernt, außer jetzt Kollegen abschießen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Aber der muss irgendwie direkt dahinter gestanden haben. Wahrscheinlich sieht man es, kann ich später nochmal sehen dann im Video, aber gut, passiert. Jetzt ist keiner feindselig geworden. War auch ein bisschen schwer zu sehen da im hohen Gras. Jetzt gucken wir mal. Ich schon die Hunde wieder höre. So, Agroprom ist von hier nicht weit. Da kommen wir recht schnell hin. Ich möchte nur vorher schauen, dass ich ein bisschen Munition besorge. Weil das ansonsten doch ein bisschen sehr, sehr wenig ist. Der möchte zwar nur ein Artefakt haben und seinen Laptop und so, aber da gibt es recht viele Mutanten und natürlich auch den Militär-Checkpoint. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in die grobe Nähe komme, aber will ich dann wenigstens in der Lage sein, mich zu verteidigen, auch wenn ich keinen Angriff starte. Ja, das ist mir nicht so ganz geheuer, was ich hier höre. Jemand ist verletzt. Er ist geheilt. Willkommen zurück. Hat der Kollege ihn nicht erschossen? Was hat er denn? Was verkauft er? Nur ein Stück Fleisch hat er. Okay. Peace. Er lebt wieder. It's magic. Ah, das Ding haben wir noch. Bolt Carrier, zeig mal her. Was brauchen wir denn da? Das ist die 54R. Ja, das ist ebenfalls ziemlich durch. RR haben wir hier, fünffach. Gib das mal eben her. Öffne das mal. R. Was hat's damit aus sich? Haben wir replaced? Ist immer noch nicht genug, ne? Bolt Carrier ist bei 37 jetzt. 54. Haben wir das auch in gut vielleicht? Pff. 75. 94. Jetzt geht die Party los. Wo haben wir es? Da. Ist anders geht's, glaube ich, gar nicht, oder? Muss ich die so. Ach nee, hier haben wir es. 94, 94. Zack. Ja, ich denke, damit bin ich sehr zufrieden. Condition 33. Jetzt ist die Frage,
zeig mir her. Repair. Siebenundvierzig, sehr schön. Immer noch 47. Ah, 57. Geht auf 71 hoch. Das sollte gut sein. Fall mir da nicht runter, mein Junge. Ja, 86, sehr schön. Haben wir denn passende Munition dafür? Haben wir. 189 Schuss. Super. Genau, hau erstmal rüber. Was ist das hier? Das ist das. Das diese. .522 für Grease, okay. Если что еще понадобится, заходи. Und er hier so? Der kauft doch das hier alles. Gibt's dafür? 1900, besser als nichts. Fleisch wie üblich. Beim Fleische. So, wie sieht's denn versorgungsmäßig aus? Ganz gut eigentlich. Auch Essen und Trinken sieht ganz gut aus. Wir sind bei 22.000. Ich möchte nicht mehr dafür ausgeben. Oder haben wir die Hunde? Ich schätze fast, ein Besuch drüben beim Fleischer ist nochmal sinnvoller. Für ein bisschen Geld. Komm mal her, bitte. Sehr gut. Ich will mal ganz kurz schauen, wie ich hier die Schussvariante Fire Zoom, Ammo Selector Bolt. Nein, Firing Mode. Null. Ah, hier Einzelschuss. Gucken wir mal, ob da nicht vielleicht irgendjemand rumgeistert. Manchmal ist es nur einer, manchmal zwei oder drei.
Aber die Schneemod reizt mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Also, weil das ist tatsächlich das, was ich an Stalker, egal welche Form von Mod, noch gar nicht gesehen habe. Und wenn das gut gemacht ist... Bisschen gefährlich hier mit der Anomalie. Okay, alles gut. Rüber zur Garbage. Mit etwas Glück komme ich da ohne Probleme durch. Mit etwas mehr Glück kommen nur so ein paar Mutanten vielleicht auf dem Weg auf mich zu, die ich dann natürlich auch zu Geld machen kann. Und dann schauen wir mal, was Agroproben so für uns bereithält. Aber ja, ich denke, mit der Waffe jetzt in besserem Zustand komme ich ein bisschen besser klar. Dieser M, was ist das? Ist das eine M4 oder M16 oder was? Damit habe ich so ein bisschen meine Probleme mit der Genauigkeit. Gut soweit. Ich bin eine ganz normale Katze. Nur dir. Nur die eine wollte ich gerade sagen. Da kommt noch ein Kartoffelkopf. Da rechts ist ebenfalls einer. So, da wären wir. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt gibt es ein bisschen Kohle. Das ist wirklich tatsächlich die beste Einnahmequelle, finde ich, weil du das wirklich in jedem Bereich dieser riesigen Map machen kannst. Meist für wenig Munition. Alles, was du halt brauchst, ist ein funktionierendes Messer und eins, was auch durch die dicke Haut kommt. Ansonsten schauen wir mal eben. Hier, 11.000. Einfach mal so. Jetzt sind wir bei 33.000. Sehr schön. Das kauft er nicht, aber möglicherweise die Labortypen in Yantar. Ich dachte ja sogar...
Kleine Mission. Where is Mission? Da hinten. Warte mal. Ach, da, wo ich hergekommen bin. Schauen wir mal, was wir hier finden sollen. Vorne, wo die Bäume sind, soll es... Ach, da. Ja, jetzt ist die Frage, meint der Zombies damit? Ich vermute mal fast nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal eine Töte-Zombies-Mission hatte, aber ich kann mich doch irren. Bin so vorsichtig, weil hier auch diese Langarm-Ottos rumlaufen. Und mit denen ist nicht zu spaßen. Sieht aber fast so aus, oder? Naja, die haben auch immer Zeug hier einverbannt, ne? Ist nicht zu unterschätzen. Ich befürchte aber, das sind nicht die, die ich suche. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Wie er fällt. Oh! Wir bleiben ruhig. Easy. Sehr cool. Mission erledigt. Ja, jagen gehen, wie ich gerade sagte. Beste Einnahmequelle. Natürlich irgendwann... Größere Missionen und so. Aber da ist der Aufwand immer ein anderer und das Risiko eben auch. Hier geht man über die Straße auf die andere Straßenseite. Drei Zombies, die geben sowohl Items als auch Fleisch oder Gliedmaßen, die man verkaufen kann. Und dann eben noch die Mission on top. Mit diesem komischen Vieh. Easy. Ganz besonders zu Anfang, auch wenn ich jetzt schon längst nicht mehr am Anfang bin quasi, aber die Spielgeschwindigkeit bestimmt man selbst und... Darauf greife ich sehr gern zurück. Im Grunde könnte man das 3 Stunden machen und dann hat man so viel Geld, dass man sich alles erstmal kaufen kann. Aber ich will ein bisschen rumstromern. Das haben wir. 2000 nochmal oben drauf. Und 5600. Jetzt sind wir bei 41.000, das ist doch schon sehr viel besser. So, da geht's ebenfalls schon mal nach Agroprom. Das ist im Gebäude, ich weiß auch, welches das ist.
Kuckuck. Und das alle? Die sind echt verdammt flink. Gerade wenn man sie hinter so einem Baum hat oder so, dann muss man wirklich gut aufpassen, dass die nicht plötzlich einem von der Deckung wegrennen. Und dann plötzlich irgendwie sehr viel näher dran stehen. Nur der eine. Sehr gut, schön. Tolles Gewehr auf jeden Fall. Also ist mir sehr viel lieber als das Gewehr davor, wie ich schon sagte. Sowohl vom grafischen her, das Modell gefällt mir nicht so. Und das hier macht richtig schönen Eindruck, auch mit dem Laser und so. Sehr genau, schön leise. Jetzt schauen wir mal, wenn ich Pech habe, sind wir genau da, wo die Mutanten sind. Okay, es fing an zu regnen. Okay, wir haben gerade am Lagerfeuer gespeichert. Aber das sollten wir so schaffen. Was haben wir bekommen? Sponge, Bleeding Control, minus 9. Wir haben, die sind gesperrt, glaube ich. Wir haben die 3 hier aber an. Das passt.
So, hier drin ist das, bin ich der Meinung. Das ist perfekt hier. Oh Mann, ey. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Was kann ich denn dagegen machen? Medikamente. Ich weiß noch, dass ich auch beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, habe ich Ewigkeiten gesucht, wo das Ding ist. Ich bin der Meinung, das ist aber oben. Also komme ich da natürlich nicht durch jetzt, das ist klar. Horrors of the Zone. Wie steht denn dieser Wert hier? Das ist doch das hier. Das wirkt nur leider nicht. Das sind vielleicht 15 Sekunden, die ich habe. Wir haben's. Sehr schön. Knappe Geschichte. Schauen wir mal kurz rein. Bedrock Claws, das ist da drüben und da unten. Okay, die sind alle hier. Seinen Laptop haben wir. Das ist schon mal was. Und dann sehen wir zu, dass wir das beim nächsten Mal machen mit Stalker Gamma. Bis dahin. Ciao.